Jahrelang hat sie geschwiegen, nun lässt die Hauptangeklagte Beate Zschäpe wieder für sich sprechen, durch ihn den Psychiater Joachim Bauer. Zschäpes neue Verteidiger wollten den Sachverständigen als Gegengutachter zum Gutachter Henning Sass. Der hatte Zschäpe jüngst für voll schuldfähig erklärt. Ganz anders der Gutachter Joachim Bauer nach mehreren Gesprächen mit ihr. Nach seiner Analyse war Beate Zschäpe hochgradig abhängig von ihrem einstigen Freund und Komplizen Uwe Bönhardt. Bauer sprach von pathologischer Dependenz. Zschäpe habe Angst gehabt, Bönhardt könne sie verlassen, zudem habe der sie wiederholt geschlagen. Schwierig, so der Psychiater, sei auch das Verhältnis zu ihrer Mutter gewesen. Sollte das Gericht dieser Darstellung folgen, könnte das für die durch Zeugen schwer belastete Beate Zschäpe schuldmindernd sein. Zschäpes Verteidiger wollten sich uns gegenüber nicht äußern, wohl aber die Opferanwälte. Ich halte die Geschichte in großen Teilen für hochgradig unglaubwürdig, insbesondere in den wesentlichen Aspekten. Professor Sass, der eine renommierte und anerkannte Persönlichkeit im Bereich der forensischen Psychiatrie ist, hat ja hier über 300 Verhandlungstage mitbekommen und kennt auch die übrige Beweisaufnahme. Und genau hieran fehlt es dem Professor Bauer. Das heißt, er ist ausschließlich auf die Angaben der Frau Zschäpe und ihrer Anwälte angewiesen. Dann heißt es im Gutachten, dass Bönhardt sie aus Nichtigkeiten verprügelt habe. Aber als sie sich dann hingestellt hat und gesagt hat, das mit dem Morden, das finde ich nicht gut, ist nichts passiert. Da gab es keine Prügel. Gab es nur Prügel, weil es keine Nutella gab, aber nicht, weil man Türken umbringt? Die spannende Frage nun, wird das Gericht dieses neue Gutachten zugunsten der Hauptangeklagten berücksichtigen oder nicht?